Was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mal wieder mit dem Deckpuffer nach längerer Zeit. Und zwar mit unserem beliebtesten und meistgefragtesten Deck, Rockstar von Mukshoan. Obwohl wir länger Zeit keine Videos gemacht haben, haben uns Leute ständig angeschrieben und nach einem Deckbefall davon gefragt. Ja, und deswegen mache ich jetzt eins. Das Deck ist das Main Deck von Mukshoan. Er spielt es in Real Life schon seit längerer Zeit. Und er ist halt ein Budget-Spieler und ändert nicht viel dran. Aber jetzt sind endlich mal wieder nach längerer Zeit Karten rausgekommen, die das Deck verändern. Fangen wir mal an mit Block Golem. Eines der wichtigsten Monster im Deck. Das macht plus 1. Special 2 Rock Monster aus dem Grave. Kann man benutzen, um zu exceeden oder einfach um je nach Gebrauch, also was man braucht, einfach Quirky zu beschwören. Also wenn man Monster-Effekte negieren will oder Zauberkarten oder Fallen. Dann spielen wir dreimal Guardian. Ist einfach der Beste, kann Monster-Effekte negieren. Egal wann, egal wo. Dann spielen wir zweimal Sandmann, einfach so um Fallen zu negieren. Und zweimal Mauer, um Zauberkarten zu negieren. Ist ganz solide so. Vor allem jetzt mit der neuen Zauberkarte Diamond Core muss man die nicht mehr so oft spielen, weil man die halt suchen kann. Also die drei Diamond Cores sind halt genauso wie drei Quirkies. Dann spielen wir einen Grand Maul. Grand Maul zurzeit im Meta sehr gut gegen Shadows und viele Exceeds im Umlauf. Synchros. Ja, und deshalb Rock, um die Effekte der Quirkies in der Endphase zu aktivieren, damit sie nicht sterben. Dann neu im Deck ist die Trap Tricks Engine von beiden J3. Bringt dem Deck halt ein bisschen mehr Power, würde ich sagen. Man kann sich die Falle halt suchen, die ist halt sehr stark, vor allem halt in einem Anti-Deck, in dem man eh alles negiert. Das Wichtigste ist halt, sie sind Erde, deswegen kombinierbar mit Block Golem, stören ihn halt nicht. Und sie sind halt Level 4 und die Corkis auch und dann kann man ab und zu auch ein paar Level 4 Exits raushauen. Ja, das war's auch schon mit den Monstern. Sehr solides Monster-Line-Up, finde ich. Jedes der Monster hat einen starken Effekt. Kann was, wenn es ins Spiel kommt. Als nächstes die Zauberkarten. Dann spielen wir ein Book of Moon. Sehr vielseitige Karte. Ist gut, da manche Leute spielen so Trapstone oder so und dann das Deck ist halt sehr Trap-lastig. Damit wir nicht komplett tot sind, falls der Gegner uns Trapstone, haben wir halt ein Book of Moon. Dann ein Dark Hole. Viele Leute spielen es nicht mehr, aber es ist immer noch sehr stark. Vor allem eine gute Comeback-Karte. Vor allem in so einem Anti-Deck, das halt immer nur eine Normal Summon hat oder maximal ein Exceed raushauen kann. Es sei denn Soul Charge, aber dazu kommen wir später noch. Deswegen finde ich die Karte sehr gut. Und selbst wenn, ist sie mindestens ein 1-for-1. Dann eine der neuen Karten, Diamond Core auf Core Kimago. Bringt dem Deck halt Konstanz und Speed ein bisschen rein. Wie gesagt, früher hatte man immer das Problem, nicht genug Rockmonster auf der Hand zu haben, beziehungsweise man musste immer einen auf der Hand halten. Das hat halt öfters gestört. Jetzt kann man sich immer einen suchen, wenn man einen braucht, oder wenn man keinen mehr hat, kann man trotzdem einen ausspielen und dann den Effekt von Diamond Core aus dem Grave banishen und dann wird das Monster nicht zerstört. Das nächste ist ein Mind Control. Einfach weil zurzeit viele Level 4er gespielt werden. Kommt ganz gut. Man hat auch Optionen mit Block Golem auf Level 3er gegen Burning Abyss oder so. Oder gegen Hände, sowas. Also sehr, sehr flexible Karte. Vor allem im Extra Deck haben wir dann noch zwei spezielle Karten. Dazu kommen wir später noch. Dann drei MST, einfach stabile Removal Karten. 1-for-1, immer gut. Vor allem gegen so Decks wie Satella Knights oder so, die jetzt Call spielen oder Burning Abyss, die Supply Unit spielen. Also sehr flexibel, sehr gut die Karte, finde ich momentan. Dann einmal Soul Charge, einfach diese eine gewisse Comeback-Karte, Control-Karte, sehr flexibel. Man kann viel damit machen in dem Deck, also man kann die Trap Tricks Monster special und ihre Effekt aktivieren. Man kann alle Quirkies special und dann einfach alles negieren, was der Gegner im nächsten Zug macht. Oder man kann ein bisschen specialen und dann die Monster exceeden zu zum Beispiel Diamond Direwolf abschießen und dann mit Block Golem wiederholen. Also kommt ganz gut die Karte. Dann zu den Fallen. Staple, klar, Bottomless und Compulse. Compulse momentan finde ich sehr stark gegen Shadow und so.
Dann dreimal Fiendish. Fiendish besser als Breakthrough, finde ich, weil dieses Deck auch den Schutz von Fiendish braucht. Und der zweite Effekt von Breakthrough ist halt in dem Deck nicht so wichtig, weil man keine Summon unbedingt durchbekommen will. Wie zum Beispiel andere Decks, die dann irgendwas negieren müssen, wie Ophion oder Drella oder so in ihrer Runde. Und deshalb braucht das Deck halt nicht und deswegen Fiendish halt besser. Dann wieder zwei Staples, Warning und TT. Und dreimal die Trapjacks-Falle halt. Gute Karte. Super. Und als letztes haben wir drei mal Wiretap. Momentan finde ich die sehr stark. Alle wichtigen Karten, starken Karten sind zurzeit Fallen. Kommen wir zum Side-Deck. Das Side-Deck ist sehr extrem, sehr anti. Dann haben wir zweimal Core Blaster. Das ist eine Ausrüstungszauberkarte. Kannst du auf einen Corki ausrüsten. Und der ist dann so wie Katastor gegen Licht- und Finsternismonster. Und wenn das Monster das Spielfeld verlässt, egal wie, kommt die Karte halt zurück auf deine Hand. Also hast du die für immer. Vor allem jetzt in dem Meta, wo es nur Licht- und Finsternismonster gibt. Sehr stark finde ich die Karte dann. Spielen wir drei Chain Disappearance. Zerstört einfach Burning Abyss. Drei Deep Prison. Einfach gegen andere Anti-Decks. Hände, sowas. Wo wir einfach eher One for One und Beatdown und Effekte nicht so wichtig sind. Wird wahrscheinlich drei Fiendish immer rausgesided dafür. Dann haben wir halt drei Light Mirror. Sehr stark momentan. Deswegen mag ich das Deck auch zurzeit, weil es einfach so extrem gut sein kann gegen die Decks momentan. Weil die eben alle Licht oder Finsternis sind. Wie gesagt, Light Mirror, gut gegen so Talon Knight. Dann drei Shadow Mirror, gut gegen Burning Abyss und Shadow. Als letztes ein Soul Drain, einfach gegen Random Decks, Murmel, Hände, sowas. Wie gesagt, das Deck ist halt sehr, sehr linear und kann deswegen einfach effizient und gezielt gegen andere Decks sein. Dann kommen wir jetzt zum Extra Deck. Nichts Besonderes, alle Level 4er. Man muss halt aufpassen, dass man, wenn man exceedet, dann kann es sein, dass die Block Golems dann später tot kommen. Weil seinen Effekt kann man nur aktivieren, weil man nur Erdemonster besitzt. Also im Friedhof hat. Deswegen sollte man aufpassen, was man exceedet. Dann haben wir zwei besondere Monster im Extra Deck. Wegen Mind Control. Zwar Downward Magician und Thunder Charger. Einfach nur, falls die Gelegenheit mal kommt, irgendwas zu übernehmen. Burning Abyss, Spiel 3 und so. Und Shadow. Und 5er laufen auch ab und zu rum, also einfach so Überraschungen und plus 1. Ja, das war's auch schon, Leute. Vielleicht gefällt euch das neue Deck. Mokshawan versucht sich das gerade zu bauen. Empfehle noch ein paar Karten. Weil jetzt ist ja vieles reprintet worden. Zum Beispiel diese Trapjacks-Falle. Extra Deck wird ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, wegen Block Golem muss man eh nicht alles spielen. Also, ja, das war's. Ciao, Leute. Germany's best.